endlich bin ich fertig mit meinem Geschäft. Und jetzt, wo ich fertig bin, ganz schnell die Hände waschen. So, schrubbidi schrubb schrubb. Und jetzt, wo ich mit allem fertig bin, kann ich mich endlich auf die Couch chillen und ein bisschen Fernseher schauen. Na gut, dann wollen wir mal Brookhaven TV. Was haben wir denn heute so ein Programm? Ein, Panda? Nee, langweilig, uncool, blöd, keine Lust, nee, hab ich schon gesehen, langweilig, nein, es läuft ja wirklich nur Müll im Fernseher. Oh Mann, was soll ich denn jetzt nur gucken? Mal gucken, vielleicht finde ich ja irgendetwas auf YouTube. Na gut, ich habe irgendwie Lust auf Superhelden, vielleicht irgendwas mit Venom oder sowas, wenn ich irgendwas finde. Roblox-Animation, Superhelden-Roblox-Animation. Moment mal, das schaue ich mir an und zwar mit euch gemeinsam. Wir werden jetzt auf jeden Fall darauf reagieren. Und da wären wir auch schon. Okay, Leute, wie gesagt, wir werden jetzt gemeinsam hier auf diese Superhelden-Animation in Roblox reagieren. Lasst dafür auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und Freunde, abonniert auch auf jeden Fall diesen Kanal, falls ihr solche Reactions nicht mehr verpassen wollt. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann schreibt es unbedingt in die Kommentare. Aber jetzt genug gebabbelt. Wir gönnen uns jetzt erstmal dieses Video, also diese Animation. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt und es fängt mit einem Wecker an. Ich hasse Wecker, oh Mann, ey. Und er hasst, glaube ich, auch Wecker. So, es geht auf jeden Fall um diesen Jungen hier in dieser Animation. Und ich glaube, er muss jetzt erstmal in die Schule. Und sein Magen knurrt. Oh, war ja erstmal etwas Dickes zum Frühstück essen. Da ist ja gar nichts drin, außer ein paar Käfer und Spinnennetz. Auweia. Und das sind wohl seine Eltern. Oh oh, der weint ja. Moment mal, das heißt, seine Eltern sind nicht mehr da. Oh Mann, der arme Junge. Und er muss jetzt zur Schule. Ohne Essen. Oh ja, er hat immer noch Hunger, sein Magen knurrt. Oh Mann, oh Mann. So, oh, oh, ein dicker Burger, aber aus dem Mülleimer, oh, das stinkt doch bestimmt, oh Gott, der klebt da fest, los, zieh ihn raus und, oh, ich helfe dir mit meiner Kraft, ich sende die Kraft und, oh, ja, oh, er hat ihn, bah, warte mal. Da ist noch Schleim drin und er hat ihn einfach mit dem Schleim gegessen. Oh Gott, wie widerlich. Der hätte den wenigstens ein bisschen sauber machen können. Oh, warte mal. Das war so ein nukleares Zeichen. Das kann nichts Gutes bedeuten, Leute. Naja, erstmal ab in die Schule. Wenigstens schwänzt er nicht die Schule. Das ist sehr, sehr vorbildlich. Und alle hauen vor ihm ab. Moment mal, ist der nicht beliebt? Oh, wartet mal, ich glaube, das ist ein Schulmobber. Oh oh. Ganz klarer Fall von einem... Oh, Schulmobber, was war das denn für ein Tollpatsch? Und, was hat er vor? Nein, er klaut ihm, glaube ich, sein ganzes Taschengeld, oder? Oh Mann, genauso wie der Schulmobber das immer bei mir tut, dieser Fiesling und... Ja, wirklich. Das ganze Geld fällt ihm raus. Oh Mann. Aber Leute, wir wissen, er hat auch kein Geld und kein Essen zu Hause. Moment mal. Er muss, glaube ich, auf Klo gehen. Das stinkt ja ein bisschen hin. Pfui, Teufel, ey. Oh ja, erstmal den Burger wieder rausmachen. Ich glaube, das war nicht so gesund. Und die Toilette funktioniert nicht so, wie es aussieht. Oh! Moment mal, ist das eine Kacke? Nee, Moment mal, das ist doch... Das ist der Schleim vom Burger, Leute. Und die denken sich nur auch so, yo, was geht denn da im Klo ab? Wow. Er läuft raus mit dem Schleim im Gesicht. Niemand hilft ihm, er wird einfach nur ausgelacht. Der Arme. Und er läuft mitten auf die Straße. Nein, Junge, pass auf. Was? Warte mal. Sein ganzer Körper ist mit dem Schleim schon voll. Oh oh. Nein, 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 du musst bremsen.
Bremskollege! Drück auf die Tube! Also nicht Gas geben, sondern bremsen und... Warte mal, was? Venom? Nein. Nein, oder? Nein! Das arme Auto. Oh Mann. Nein, oh Mann, ey, der Arme. Aber das war also Venom-Schleim, Leute. Oh, Alter, das ist echt cool. Ich wäre auch gerne mal für einen Tag Venom. Oh, wie cool. So, und er guckt den Supermarkt an. Und er... Moment mal. Er randaliert da ja vollkommen. Nein, er hat das ganze Geld geklaut. Und die Polizei kommt. Oh, oh, Verfolgungsjagd. Lauf, Venom, lauf. Und er... Alter, der kann ja hochspringen. Das denken die sich auch nur so. Yo, was ist das denn für ein Flummiball, der da rumhüpft? Oh Mann, schaut ihn euch an. Der kleine Venom. Und da ist er zu Hause angekommen. Erstmal die Robux hier nach Hause hin tun. Moment mal. Er geht aber nicht nach Hause. Oh oh. Was hat er vor? Er hat's auf die Handtasche ausgesehen. Und die erschreckt sich und natürlich, die wirft erstmal ihre Handtasche auf den Boden, wie auch sonst. Und? Was? Warte mal. Der klaut jetzt erstmal in der ganzen Nachbarschaft das ganze Geld von den ganzen Nachbarn und die teuren Wertsachen und lagert die alle zu Hause. Ein Fahrrad, ein Fernseher und auch noch Essen? Oh Mann, okay, ich glaube... Das Essen, das können wir ihm nicht verübeln. Er hatte sowieso kein Essen. Und yeah, jetzt verwandelt er sich zurück und isst erstmal einen richtigen Burger ohne Schleim. Guten Hunger, mein Freund. Aber die Polizei ist schon da. Oh Mann, jetzt macht er sich auch in die Hosen. Und er hat auch noch alles zu Hause gelagert. Wie soll der sich hier rausreden? Oh oh. Ja, mein Junge. Er hat ganz dolle Angst. Er ist verzweifelt, Leute. Oh. Oh oh, er weint. Und das Bild von seinen Eltern. Ich glaube... Moment mal. Was hat er vor? Nein, er will jetzt nicht die Polizisten vermöbeln. Nein! Er bringt die ganzen Robux zurück und die ganzen Wertsachen... Und der Verkäufer denkt sich auch nur so, yo, ich habe mein Geld wieder zurück. Und die Handtasche, oh, da ist das Mädchen. Und, oh Mann, die hat immer noch Angst vor ihm. Oh oh, der denkt sich auch nur so, hier, nimm deine Handtasche, ich bin schon wieder weg. Und sie freut sich, glaube ich. Okay, wir sehen also, Venom macht wieder alles rückgängig. Und er ist jetzt ganz traurig, weil er wieder nichts hat. Oh, oh, er schleicht sich ran an das Haus und die Polizei. Oh, oh, nein, er wird jetzt nicht abgeknallt, oder? Warte mal, was? Er stellt sich der Polizei, Leute. Hm, die denken sich auch nur so sehr suspekt, mein Freund. Wow, Erdbeben? Oh, nein, das Haus brennt. Das Nachbarshaus. Oh, oh. Oh, warte mal, was? Venom? Er läuft zum Haus, oder? Oh oh. Wow. Oh, ich glaube, Feuer ist nicht so gesund für ihn, für seine Venom-Haut. Und die Polizei traut sich da, glaube ich, nicht rein. Ja, die denken sich auch nur so, nee, wir lassen das einfach mal Venom machen. So. Und? Oh, da sind noch welche drinne. Und? Oh, eine Frau und ein Kind. Und er rettet sie. Oh Mann, Leute, ich wusste es. Er hat ein gutes Herz, aber er kommt da nicht raus. Was macht er jetzt, Leute? Er springt aus dem Fenster. Oh Mann. Oh Gott, oh Gott. Und der Krankenwagen ist auch schon da. Er hat sie gerettet, Leute. Was ein Superheld. Und jetzt stellt er sich wieder. Und die denken sich auch nur so... Oh. Die verhaften ihn? Nein. Moment mal. Die wollen ihn nicht verhaften. Er schüttelt ihm die Hand. Er ist kein Bösewicht mehr. Er ist jetzt ein Superheld. Oh Mann, das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung von den Polizisten. Oder Leute, was sagt ihr?
Ich glaube, das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Und die chillen erstmal und, Alter, das Auto war schnell, essen ein paar Donuts, wie typisch. Und die nächste Verfolgungsjagd. Oh, oh. Und, guck doch auf die Straße. Oh, oh. Ist er tot? Nee, oder? Er lebt. Er lebt, aber wogegen ist er denn gefahren? Ich glaube, wir wissen doch wogegen. Gegen Venom! Er hat ihn aufgehalten. Wie cool! Er kämpft jetzt für das Gute. Oh Mann, war das eine coole Animation. Und an der Stelle würde ich sagen, das hat sich auf jeden Fall gelohnt, diese Animation anzugucken. Oder was meint ihr Leute? Habt ihr Lust, dass wir sowas mal öfter machen? Ich meine, das ist auf jeden Fall viel spannender als der Kram, der im Brookhaven-Fernseher läuft. Ihr könnt es ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Mir hat es auf jeden Fall mega, mega viel Spaß gemacht, mit euch auf so eine Animation zu reagieren. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, wie gesagt, einfach mal kommentieren. Aber Freunde, ich würde sagen, falls euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und vergesst natürlich nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr solche coolen Videos nicht mehr verpasst. Und Leute, links und rechts seht ihr noch die letzten zwei Videos, die sind auf jeden Fall mega, mega cool geworden. Also checkt sie ab, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Ansonsten sehen wir uns morgen, wie immer, bei einem neuen Video wieder und ciao!